So, damit dann hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, ihr habt es ja letztes Mal gesehen. Na, da waren ja so ein paar, die nicht gerade sehr happy waren, dass wir hier sind. Muss ich gerade mal gucken, wo denn dieser Asteroid ist, den wir da letztes Mal gefunden haben. Na, die waren das nicht da unten. Das war doch Richtung. Ach, da war hier dahinter, ne? War das nicht so? Ja, da ist er. Genau, da markieren wir den jetzt nur schnell. Weil das war der mit dem Titan, ne? Oder? Nee, das war der mit Norax. Ja, denn ich will nicht, dass diese Drohne nochmal kommt. Und wir sehen, die Welt ist noch nicht vollständig geladen. Und deshalb sieht das jetzt so seltsam aus. Ja, ich muss den älteren Speicher schon nehmen. So, jetzt haben wir unser altbekanntes Universum. Sehr schön. So. Ich frage mich bloß, wo die herkam. Weil die wurde nicht angezeigt, ne? War ja auch nichts in der Nähe gewesen. Voll komisch. So, genau, das ist dann hier Norax. Also. Dauert zu lange, sowas hier einzugeben. Da sieht man, dass halt das Spiel halt nicht wirklich auf Survival ausgelegt ist. Sonst gäbe es eine bessere Möglichkeit, das hier entsprechend zu machen, aber gut. Sondern ich bin der Meinung, sind wir hier hingeflogen, ne? Irgendwie so. Ja. Das muss hier gewesen sein. Der da oben oder der hier? Ich bin der Meinung, was war der hier? Schon mal bremsen. Bremsweg ist schon länger jetzt. Ja, das, genau, das war näher. Genau, das war der mit Durastil. Genau. Sulfur und Durastil. Und dann ist der das mit Titan. Genau. Warte. Genau, einmal so abspeichern. Dass es nicht alles nochmal machen muss. Dann nochmal speichern unter. So. Ich wollte bloß die Folge. Es war ein bisschen doof, dass ich dann einfach aufgehört habe. Eigentlich hätte ich dann nochmal kurz ein bisschen. Ich habe innerlich so geflucht. Deshalb tut mir leid, sorry. An der Stelle was. Ich wollte die Folge jetzt eigentlich nicht wegnehmen. Weil der war schon in der Länge, war sie ja schon okay. Und ich dachte jetzt, okay, jetzt ist das doof, jetzt nur das, deswegen, aber. Ich hätte jetzt wirklich. Normalerweise müsste ich ja jetzt eigentlich normal so weitermachen, hatte ich aber jetzt keinen Drang nach. Oh, das nervt gerade so, warum? So, und jetzt bitte hier. Jetzt müssen wir mal ganz genau darauf achten, falls jetzt hier irgendwas auftaucht. Das ist schon komisch halt, ne? Dass wir die gar nicht registriert haben, die Drohne. Ich weiß auch nicht, wie lange wir abgebaut haben. Jetzt ging es auf jeden Fall schon mal schneller, dass wir hier hingegangen sind, weil wir wussten, was wir wollten. Aber wo kamen die her? Weil die uns ja komplett in Grund und Boden. Ne? Die hat ja alles kaputt gemacht. Ja, deshalb, da kann man nicht lange hier bleiben. Heißt natürlich jetzt nicht, dass die jetzt wieder auftaucht, ne? Kann auch sein, dass das jetzt nicht der Fall ist. Kann auch sein, dass sie jetzt wirklich nicht vorkommt, aber wir wissen es halt nicht ganz genau. Bisher sieht es gut aus, ne? Mhm. Was ist hier? Titan und Shale. Oder? Ach, das ist. Hier rechts ist es. Oh, diese doofe Einblendung. Sulfur ist es doch.
Okay, mir soll das reichen. Das ist erstmal genug, denke ich. Dann fliegen wir lieber wieder zurück. Oh, Bora einholen. So. Genau, maximale Geschwindigkeit. Joa. Ja, siehst du, da rechts ist was. Assault Corvette. Ah, dann wäre die jetzt praktisch aufgetaucht. Ja, es kann sein, dass das von der irgendwie eine Drohne war. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, was da eben stand. Also auch nicht so wild. Wichtig ist eigentlich nur, dass wir von dem Ding wegkommen. Survival Kit direkt neben uns. Ja, aber das Problem ist, wir haben da unten kein Survival Kit. Das heißt, wenn irgendwas passiert, natürlich jetzt ätzend. Weil hier unten ist ein Asteroid, den wir noch nicht heimgesucht haben. Genauso wie da oben. Es kommt ziemlich schnell näher, ne? Wahrscheinlich ist genau hier dann Aluminium oder sowas dabei. Aber jetzt kommen sie nicht mehr näher. So, was haben wir hier? Eisen haben wir hier. Okay, das ist jetzt ziemlich enttäuschend, ehrlich gesagt, dass es hier nur Eisen haben soll. Naja, geben wir es mal ein. Und dann haben wir hier oben. Ah. Ja, das merkt man dann wieder, dann sind es doch wieder nicht genug Gyros, die man installiert hat, ne? Ich will diese Anzeige da rechts weg. Verdammt, wie ging das denn, dass wir die wegkriegen konnten? Weil die nervt so dermaßen. Ja, aber die nimmt halt viel zu viel vom Spiel halt ein, ne? Okay, jetzt entfernen wir uns richtig gut von denen. Das finde ich super. Ja, nehmen wir die beiden nämlich nochmal mit. Also jetzt merkt man es jetzt so nach und nach spawnen anscheinend, Asteroiden hier. Okay, mal bremsen so langsam. Gucken, was die sagen. So, komm bitte. Aluminium. Oder wieder nur Gestein. Das ist nicht unser Gesteinsdings, ne? Was wir markiert haben, ne? Das sind 14 Kilometer in Entfernung. Aber es sieht danach aus, dass das hier auch wieder so einer ist. Eigenartig. Ja, nichts. Okay. Tja, müssen wir den auch markieren. So. Genau, sehr schön. Okay, haben wir das. Wo ist denn das jetzt? Da vorne, ne? Ja, da vorne ist es. Da links sehe ich auch noch einen. Wo das ungefähr halbwegs auf dem Weg liegt, nehme ich den jetzt einfach mit. Dass mir das mit dem Schraki und dem anderen immer noch angezeigt wird, ist echt verwunderlich. Ja, manchmal ist das seltsam, finde ich, ne? Mit den Anzeigen. Ich finde, wir hätten einen Bohrer links von uns installieren sollen. Ja. Dann hätten wir freie Sicht. Ich muss mal gucken. Ich habe schon so eine Idee für so ein kleines Bohrschiff, was man vielleicht hier nutzen könnte. So, bremsen. Ist auch wieder nur Schraki. Ha. Bisschen näher ranfliegen. Genau, so.
Okay. Oh, da ist schon wieder was. Was haben wir denn da? Okay, Cargo Port oder was ist das? Ja. Aber dann nicht freundlich gesonnen sind, werden wir da garantiert nicht hinhotten. Aber ich muss auch sagen, wenn wir jetzt mal so insgesamt schauen hier, ne? Wo wir hier schon so ringsrum geflogen sind, haben wir jetzt schon so einige Asteroiden hier entdeckt. Und hier waren ja noch mehr, ne? Wir müssen halt nur mal wieder in die Richtung fliegen. Oder sonst vielleicht hier hinten in die Richtung. Ja, mal gucken, das kriegen wir schon hin. Wir sind jetzt auch bei 43%. Ja, aber das passt. 43% ist okay. Kurz den Kurs korrigieren. Genau. So. Wird ja wahrscheinlich eh durch die Anziehungskraft vorbei. Wie wird? 33 Kilometer, ne? Nur, es geht ja. Achso. Na, Titan, das ist schon mal ganz gut. Und die imperialen Sachen können das auch mal damit verarbeiten, ne? Hier, einfache Raffinerie. Naja, es halt mit dem Aluminium, das ist echt. Ja, müssen wir gucken, dass wir erstmal hier Gestein verarbeiten. Dass wir irgendwie das auf dem Weg hinkriegen. So, das hier. Ah, genau, Bastelflüssig dran, sehr schön. Hier nochmal so ein bisschen. Ich kann mal schauen, wo wir noch Gestein haben. Dass wir da erstmal Gestein reinschieben. Genau. Dass die hier fleißig das zerlegen, weil wir dann ja ein bisschen Aluminium zumindest rausbekommen, ne? Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Genau, und jetzt ist das alles in der Raffinerie drin, ne? So, und hier müsste ja dann eigentlich, was haben wir? Silber, Magnesium, Eis. Ja, kein Aluminium, ne? Ja, wobei, es kommt hier immer so ein bisschen zusammen, ne? Ja, wir sind so ein bisschen, kommt da raus, wenn wir Gestein. Da müssen wir halt im Großen, ich sag mal, wenn wir jetzt mit dem Bohrwurm unterwegs sind, dann haben wir ja wirklich massenhaft Gestein. Das heißt, wir werden so ein paar Raffinerien machen, die wirklich nur Gestein zerlegen werden. Dass wir dann auf dem Weg zumindest Aluminium bekommen. Und es ist gar nicht so wenig. 0,19, die 0,13. Das ist okay. Wenn wir dann, ich sag mal, keine Ahnung, hast du 10 Raffinerien, dann hast du ja schon immer 1,3 jedes Mal die ganze Zeit. Gut, macht man vielleicht 20 Raffinerien. Wir können das ja nach in die Unendlichkeit erweitern. Na, und warum soll man das Gestein nicht noch nutzen? Klar, gibt bessere Möglichkeiten, aber wenn wir dann noch ein paar mehr Gravel-Shifter haben, dann lohnt sich das ja auch noch eher. Wobei die Gravel-Shifter, haben wir gesehen, bringen ja gar kein Aluminium. Die bringen ja die anderen Sachen. Weil wir haben da natürlich ja auch so viel. Sag schon. Ist das vom Kurs her? Ja, das passt. Wir haben dann ja entsprechend so viel von den ganzen anderen Krams. Sowas wie, hier diesen ganzen Sand, ne? Wenn wir so viel Gestein haben, dann haben wir ganz viel Sand und der muss ja auch irgendwo weg hin. Also. Aber ich gehe mal fast davon aus, dass wir Aluminium nur hier finden werden. Also könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen, zumindest, ne? Jetzt sieht so komisch aus mit der Sonne gerade, ne? Ja, ein bisschen Sonne mitnehmen. Genau. So die Restsonne. So, sind wir 6 Kilometer. Das heißt, ich bremse jetzt mal. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Ich mache mal hier kurz mit der 6 den Motor an.
Und mit der 4. So, das war nur dafür. Gut, er steht jetzt fast still. Das passt. Ich drehe ihn mal in die Richtung. Genau, besser ist das. Dann geben wir noch ein bisschen Gas. Genau, das ist auch die Basis. Muss ja hier eigentlich in dem Krater sein, ne? Ja, die muss eigentlich hier unten. Na? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, verdammt. Ah. Kann doch nicht wahr sein, oder? Es kann doch nicht wahr sein. Ach, Kacke. Was ist denn jetzt los? Und was ist jetzt mit den... Toll. Was ist mit den Triebwerken los? Habe ich jetzt irgendwie aus Versehen... Ich hoffe, das Build-and-Repair-System ist noch an. Und dann können wir nicht kurz die Sachen hier einsammeln. Ah, da unten sind sie hingekullert. Scheiße. Ja, das ist. Wir haben zu wenig Triebwerke nach unten. Das ist das Problem. Oh, bezogen auf das Gewicht halt, ne? So, ich spring mal raus. Ich sammle mal so ein paar Sachen ein. Scheiße, ey. Hier sind Trümmerteile. Achso, nee. Erz und sowas noch. Hier lässt sich garantiert überall was finden. Ich wette drauf. Ja, Sand und so weiter. Klasse. Ich gucke hier mal so ein bisschen rum durch den Asteroiden, also durch diesen Krater. Nicht Asteroiden, Entschuldigung. Oh, es war eigentlich schon fast zu erwarten, oder? Dass irgendwas in die Richtung passiert. Oh, weia, ey. Der Chaos-Org hier. Aber ich wette, ich habe mich eben verdrückt und habe aus Versehen Vorrat angeschalten, wodurch die Triebwerke dann... Wobei, nee, die hatten noch Power in dem Moment, ne? Bin ich der Meinung. Ja, ich bin der Meinung, die hatten eben noch Power gehabt. Na egal. Lässt sich jetzt nicht mehr... Also ich werde jetzt nicht nochmal hier zurückrudern oder sowas. Das ist Eisenerz. Genau, hol das mal ab. So. Darf man das hier reinpacken? Genau. Helfe ich mal noch kurz mit, wie viel ist da noch drinne? Sehr gut. Das echt. Das sind so Dinge, die erzählt man eigentlich keinem. Nein, man zeigt sie dann gleich. Oh nee, ja, zum Glück haben wir anscheinend, bis auf die Verarbeitungsanlagen, haben wir hier nichts verloren. Der Assembler ist noch dran. Die Wasserstofftanks. Ja, wir haben nur unser Gedönsel und die Solarzellen verloren, ne? Ich muss noch mehr Wasserstofftriebwerke basteln. Oder ein großes zumindest irgendwie bauen. So, warte mal. Stahl. Nicht Wasserstoff, Wasserstoff. Genau, so, zeig mal her. Dass es immer so lange dauern muss, ne? Nervig. Total nervig.
Genau, und dann machen wir das einfach hier. Und so ein Standardding reicht mir ja schon mal. Ja, nur Metallgitter fehlen, ne? Wie viel? 22? 22 Metallgitter, komm, das kriegst du hin. Gut, dass wir Kobalt gefunden haben, ne? Ist das ein bisschen besser. Das ist halt auch, wenn es T2-Triebwerke sind, ne? Aber die kleinen sind dann halt doch nicht so der Bringer. Okay. Ja, es ist auch nicht so wirklich richtig gut, aber passt schon. Wir sind so nah am Ziel, ne? Ist ja nur die Sache, wo jetzt unsere Solarzellen hingeflogen sind, ne? Die könnten irgendwo sein. Ja, hier sind wir eingeschlagen. Vielleicht liegt hier unten ja auch noch was. Wir gehen mal runter und gucken. Ja, Bremse schon ein bisschen besser. Natürlich jenseits von Gut und Böse. Vorsichtig. Ich steig mal aus und guck mal schnell, ob ich irgendwo zumindest die Solarzellen wiederfinde. Es ist einfach so typisch unser Glück, ne? Oder unsere Tollpatschigkeit. Das ist so nach dem Motto, man muss jedes Fettnäpfchen mitnehmen, was man irgendwie finden kann. So in der Art ist das hier. Aber ganz ehrlich, wäre auch viel zu langweilig, wenn so wie diese anderen pseudoprofessionellen LPs von irgendwelchen anderen Hoshis sind, ja, die einfach alles zurechtschneiden und zurechtklipsen, damit alles immer wie geleckt aussieht. Langweilig, wenn wir sowas sehen. Drama will man sehen. Leiden, Schadenfreude. Ja, gut, das haben wir hier alles, ne? Davon bieten wir genug. Für Spott und Hohn ist gesorgt, falls einer sowas braucht. Wir versuchen ja hier jeden Fetisch zu bedienen. So, die Solarzellen habe ich natürlich nicht. Gucken wir mal kurz hier. Ich guck mal kurz hier auch an. Ich bin der Meinung, die sind in die Richtung irgendwie geflogen. Es kann natürlich sein, dass die sonst wohin geömmelt sind. Jetzt, Jetzt komm. Silizium. Na, ich sage ja, hier werden garantiert irgendwo anders auch noch andere Dinge rumfliegen. Durch die geringe Schwerkraft kann das halt alles sonst wohin geflogen sein. Schade. Ja, ist halt so ein kleiner Nachteil, dass man hier halt keine Windkraftanlage bauen kann. Wahrscheinlich finden wir. Oh, da liegt doch auch noch was, guck mal. Sogar relativ groß. Kobalt. Ich hoffe, Titan und so. Wobei, jetzt haben wir ja alles. Die ganzen krassen Ressourcen hatten wir ja alle im Frachtbehälter drin. Na, der Gravel Shifter und alles. Ja. Die sind halt alle noch da, ne? Auch das Eisen und so. Achso, der hat gar keine Verbindung dazu. Achso. Gucken wir nochmal hier kurz in die Richtung. Ich würde natürlich ungern hier Sachen so liegen lassen, ne? Das ist natürlich die Sache, weil die so klein sind und man die dann halt auch im Zweifelsfall sieht, aber. Na, ich denke, wir haben unser Bestmögliches getan. Ja, das wäre es jetzt noch so richtig schön gegen den Felsen schrammen, ja, sich hier das Gesicht aufschlagen dran, um dann irgendwie tot und halb zerworfen dann hier durchs All zu hotten oder das Schiff jetzt noch zu verlieren, das wäre natürlich auch noch eine richtig coole Sache. Oh Mann, ey. So, aber jetzt bringen wir erstmal das Ding endlich in die Basis. Die Überbleibsel. Ja, im Endeffekt sind wir ja genau so hier eigentlich auch angekommen, ne?
Mehr hatten wir ja auch nicht. Das heißt natürlich, ich werde jetzt so nach unten fliegen. Dann haben wir die großen T2-Triebwerke zum Bremsen. Vorsichtig. Genau, so. Einmal drehen. Oh, es ist echt behäbig geworden, das Ding, ne? Aber gut, wir gucken uns das Gewicht an. Ist halt auch mal gar kein Wunder, ehrlich gesagt. So, den Fuß haben wir ja jetzt auch erfolgreich zerstört. Ja, das, ich möchte eigentlich schon fast gar nichts mehr zu sagen, aber es ist egal. So, jetzt mal kurz gucken. Werk. Achso, habe ich noch hier unten. Das doch mal hier dran. So. Stahlplatten. Irgendwo hatten wir doch. Hatten wir keinen Stahl mehr? Verdammt. Assembler. Stahl. Wo ist Stahl hier? Genau, machen wir ein paar. Sehr schön. Ist das gleich fertig? Oh Mann, dann werde ich das Ding landen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.